Ich werde das später ausschütteln. Muss ich jetzt hier hoch, oder was? Das jetzt der richtige Weg war, ich weiß nicht. Das kann ich euch jetzt aber auch nicht sagen. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Pah. Das sind nur Textdateien. Da haben wir noch eine Vorratskiste. Oh, oh, gesund. Oh. Leute, Gesundheitstrank, was ist denn da los? Erste Mal in meinem Leben Gesundheitstrank gekriegt. Das ist nur eine Vorratskiste. Hier ist einfach gar nichts drin. Also sehr verwinkelt hier alles. Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Und der hier ist schnell. Jawohl. Ja, also wenn die das Teil hier zum Leben erwecken, bin ich weg. Ich sag euch das so, wie es ist. Kann man eigentlich, wenn ich jetzt das nehme... Zielen wir mal auf etwas in meiner Nähe. Ja, nee, passt nicht. Wow. Jetzt aber. Wer, das geht jetzt hier schon wieder nicht. Ganz ruhig. Aber jetzt schießt er Raketen und weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier.
Wir seilen uns am besten ab. Ach, guck mal an. Ich sehe was. Ja. Jetzt muss ich mir aber ganz gut konzentrieren hier. Komm schnell, schnell, bevor der feuert. Thank you.
Oh, ich hab ihn. Oh, ich musste jetzt einmal komplett ruhig bleiben, Alter. Sonst hätte ich hier... Alter, der gibt gute Sachen. Oh mein Gott. Ich glaube, wir können sogar... Einmal hier den neuen Bogen können wir auch mal ausrüsten. So. Boah, der war jetzt aber auch hartnäckig. Natürlich, wenn man weiß, wie man den am besten treffen muss. Und zum Glück hatte ich... Kein Platz. Ja, sie hat dafür jetzt keinen Platz mehr, oder was? Du willst mich doch echt natzen. Boah, Hände sind wieder total am Schwitzen. Irgendwas. War ich hier nicht schon am... Das sieht mir auch... Das ist ein Textprotokoll. Ja, geh hier rüber. Oh. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das... lässt sich nur mit Blut bezahlen. No! Bitte schön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Okay. Da bin ich jetzt aber mal, Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade aussagen. Was haben die zum Geier getan, Alter? Was haben die getan? Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle.
Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schatten, Carter. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schatten-Kaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Oh. Was für eine super Waffe hat Elisabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten, aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Na, hoffen wir das mal nicht. Hoffen wir Starke. Nicht. Wo ist denn jetzt das nächste? Wir können ja hier auch noch weiter in die eisige Wildnis. Da will ich ja sowieso einmal hin. Wo ist denn jetzt das nächste? Ach, da. Ja, Leute. Aber bevor wir jetzt mit der Hauptquest weitermachen, machen wir erstmal hier ein paar Grabstätte, Banditenlager. Hier die Langhälse will ich auf jeden Fall fertig machen. Die nehmen wir erstmal auf der Reise jetzt alle mit. Weil dann haben wir schon mal alles aufgedeckt von der Karte. Und dann geht es dann auch mit der Hauptquest weiter. Weil wir haben hier noch so viele Sachen zu machen, auch Nebenquests. Was ist denn nochmal dieses, das ist Banditenlager, aber ich glaube, das haben wir schon dann, ne? Ja. Oder? Irre ich mich da jetzt? Ne, haben wir nämlich noch nicht. Dann wird mir das noch nicht angezeigt, weil ich noch nicht da war. Ja. Der Grabhort. Auf in die eisige Wildnis. Ja, ich will aber dann auch erstmal sagen. Wir gehen da hin. Die Welt wird weiß. Und gucken dann mal, was wir da machen können. Und wie komme ich jetzt hier runter? Ja, wahrscheinlich auf diese Tentakel hier, oder? Ja, wahrscheinlich. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Na, das war es an der Stelle wieder komplett. Ich hätte da oben an die Dings müssen. Ja, ich sterbe jetzt sowieso. Ah, komm Leute, egal. Das war ein Sprung in die Unendlichkeit. Jetzt aber noch mal richtig hier. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, hui! Das wird eine irre Fahrt. Jawohl! So muss das laufen. Okay, ganz ruhig bleiben. Kann man hier irgendwie bremsen oder nicht bremsen? Ne. Das Problem ist, ich muss dann gleich abspringen. Oh, da. Oh, jetzt habe ich zum richtigen Zeitpunkt A gedrückt. Ah, ich glaube, das war's, oder? Jawohl. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Aber da hinten müsste doch an den Eikling noch mein Reittier sein. Mhm. Aber wir wollten ja jetzt erstmal in die Dings reingehen. Erstmal den Langhals.
Weil wir haben noch so viel zu entdecken. Da lohnt sich jetzt nicht nur die Hauptquest die ganze Zeit zu folgen. Habe ich das überhaupt noch auf der Karte markiert? Ja, natürlich nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Überall. Oh. Ja. Wenn das hier schon alles so rumliegt, dann nehme ich das natürlich gerne und dankend an, ne? Okay. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Die ferne Vergangenheit reizt mich, Aloy. Nicht meine. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du... was du willst. Zickig. Genau, ich mach das, was ich will. Und ich will jetzt hier hin. Eine kurze Anliegen habe ich da doch noch. Ich habe sogar eine Nebenquest, die geht auf in die Wildnis. Ja moin, wo habe ich denn die Quest her? Die ist einfach eine Quest. Die können wir direkt mitmachen. Auf jeden Fall wird hier viel geklettert. Kann ich schon mal dazu sagen. Ja, komm. Hoppala. Wie gesagt, Leute, wir kommen auch in un... Also, ich war das ja auch noch nie. Kann ich sicher noch gebrauchen. Ist das Wasser? Ja. Oh Gott, was ist das? Dämonischer Versenker. Alles klar, Digga. So, yo. Geht's dir denn sonst? Digga, was ist mit ihm, Alter? Der hat zu viel. Welches Level ist dieses Gebiet? Was war das? Digga, der haut mich einfach komplett aus der Latschen. Oh Mann, ich treffe aber auch nichts da jetzt. Jetzt habe ich auch mal den Hintern getroffen. Nochmal getroffen den Hintern. Nochmal getroffen. Ja, jetzt rastet er aus. Digga, ein Schlag. Ist das dein verwirrter Ernst?